Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play MacPixel! Mit dabei der Jay und ich, der Pete. Weil der Jay mag mich ja nicht anders. Peter! Muss ich jetzt selber machen. Peter! Jonathan! Peter! Jonathan! Ich hab Lakritz für dich! Ich will kein Lakritz! Nein, er ist nicht für mich alleine. Ja, ist das mal für dich alleine. Es ist das schön, jetzt hier auf dem Sessel zu sitzen, Lakritz zu fressen und dem Peter beim Verlieren zusehen. Special Round Video Game Boot! Oh mein nice. Gott, jetzt nice, kommen erstmal die Spiele nice. Raus. Geil. Und die Bonus-Level sind auf jeden Fall. Lol, was ist das? Arkanoid oder was? Nee. Nein, das hatten wir vorhin sogar. Space Invaders. Ha. Ist voll geil. Space Invader is evolving! Space Invader evolved into nothing. Was heißt evolving? Scheiße. Entwickelt sich. Ah. Also Pokémon evolven sich auch. Oh mein Gott, Super Mario. Pokémon kommt auch. Und Dragon Ball. Leute, das ist Turtles und Super Mario, oder was? Hier ist ein Pilz. Ein Pilz muss man doch immer Super Mario geben, oder? Leute, das ist der kleiner geworden und hat so eine What the fuck? Oh mein Gott. Jetzt sind wir bei Prince of Persia. Oh mein Gott, wie behindert war das denn bitte? Aber du hast es geschafft. Ja, sehr gut. Das sollte Final Ball, Fantasy 7 sein, oder? Achso. Oder Dragon Ball. Oder Final Fantasy. Das ist Final Fantasy. Das ist Sephiroth, die alte Nutte. Und dahinten Cloud. Ist, wie hießen die nochmal? Die Mutter. Von Sephiroth. Ist sie nicht Mutter? Nee, Genova. Genova, oh mein Gott, die hat voll die Brüste. Stimmt, Genova, ja genau. Man kriegt ja gerade wieder Bock auf Final Fantasy 7. Ne? Ja, ich auch, scheiße. Ich find's einfach zu geil. Portal! Hammer geil. Portal Gun. Weiße Fläche. Ja, sehr gut. Peter, Scheiß-Portal, du musst darauf schießen. Test 23. Wie geil! Auf diese Bonus-Level sind richtig geil. Pokémon. Auf jeden Fall Pokémon. Oh mein Gott, da ist. Da, klick auf Elektroball. Ja, da ist ein Küken drin. Warum ist da ein Küken drin? Lol. Jetzt hab ich dann eingesperrt und die Beine ab. Was ist das? Frogger? Nee. Nee, lol. Mortal Kombat. Oh ja. Finish Sub-Zero. Ah, finish den nicht nochmal. Der vereist dich direkt. Alter Vater. Achso, das war Eis. Mhm. Okay, das kam so aus. Sub-Zero ist Eis. Nein, das ist kein Sperma. Das war nur Eis. Was ist das hier eigentlich? Richtig, richtig geile Bonus-Level. Da war's. Nice. Das sah auch für mich aus wie Dragon Ball, ey. Ach, das ist eine. Das ist so eine Kugel, so eine Substanz. Ja, genau. Da gebe ich mal klar. Ihr habt das Spiel nicht mal durchgespielt und weißt davon mehr. Ich habe das Spiel auch nicht durchgespielt. Echt nicht? Nee. Leute, jetzt konnte man den sogar einsagen. Boah, jetzt kriege ich gerade voll Bock auf Final Fantasy 7. Das geht doch gar nicht. Ich habe noch nie ein Final Fantasy durchgespielt. Ich habe das nie zu Ende geschafft. Echt nicht? Nee. Für mich ist Final Fantasy 9 der beste Teil. Okay, dann gebe ich das Ding mal lieber hier der Cell. Die kann das besser. Leute, jetzt hat ihn. What the fuck? Hast du Portal auch nicht durchgespielt? Doch. The Cake is a lie, Junge. Okay, Moment. Mit meinem Master Ball fange ich Ash. Du hast ein Pokémon gefangen. Welt explodiert. Das ist so geil, dass er noch so dreimal gewackelt hat wie bei genau. Pokémon. Wie geil. Aber wenn er jetzt Peter bei den Gestikulierungen sehen würde, wie er da immer sich vorbewegt, sehr gut. Ja, das geht jetzt leider gerade nicht. Naja. Wie soll ich den denn sonst finishen? Keine Ahnung, klick auf die Haken. Fisch him. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und es war auch noch die richtige Sache. Oh mein Gott. Wie soll man denn da drauf kommen, außer man kommt da für Zufall der Päcklick drauf? Das weiß ich auch nicht so genau. Okay, jetzt gehe ich die Substanz Sephiroth. Hast du die gegessen? Oh lololol. Wie heißt das nochmal? Ja. Laser Collection. Auch sehr schön. Dr. Ganopus. Bäh! Was passiert, wenn ich die einfach so anklicke? Ja, dreh ich den. Portal die Bombe weg. Ah, das ist eine gute Idee. Jawohl! Oh mein Gott. Wieder die Möpse. Immer werden die Möpse groß.
Warum rappelst du da jetzt in der Kiste im Test 23? Was machen die da? Mal gucken, was Jehova so zu sagen hat. Lol. Was? Oh mein Gott, wie geil ist das, bitte? Da verwandelst du dich, ne? Die verwandelt sich doch dann, oder? Pixel used Flash, it's super effective. Oh mein Gott, das ist jetzt wieder... Oh mein Gott, das ist jetzt wieder eine Pokémon. Anspielung auf dieses komische Fisch-Pokémon, was nur so Splash machen kann, was nichts bringt. Carpador, genau. Oh mein Gott. Der Typ, der das Spiel entwickelt hat, ist echt teilweise ein Brain. Oh ja, das ist ja echt super geil. Oh, hab ich den nicht gemacht. Einfach mal so draufklicken. Oh, da bringt echt viel. Tja. Alle mal anklicken? Ne. Was ist denn da für ein... Ne. Das ist ja komisch, ich hab da hier schon sonst alles angeklickt. Das hab ich auch schon angeklickt. Peng. Oh. Ah, fuck, ey. Ist ja ärgerlich. Na, jetzt gebe ich dem Pilz natürlich mal den Ninja Turtle hier. Sehr gut. Oh Mann, nice. Minecraft hätte auch noch reingepasst, irgendwie in der Anspielung. Ja, das stimmt. Das würde von der Pixel-Optik direkt noch passen. Ey, wieso habe ich denn hier noch nicht alles geschafft? Ja, einfach mal die Bombe anklicken, natürlich. Aha. Ich bin Professor Eich. Ja, den fange ich jetzt mit meinem Pokéball. Auf wen? Oh Gott, what the fuck ist da jetzt schon wieder passiert? Das war jetzt auch wieder gänzlich unlogisch. Irgendwie. Ich verstehe nicht, was ich hier noch nicht gemacht habe. Hast du diesen Diskus oder was auch immer schon mal auf die... Achso, den kann man gesetzt? In die Hand nehmen. Ah. Ja, das war aber auch falsch. Tja. Vielleicht den Diskus auf ein anderes Ding tun? Geh mal auf die Brückenende. Ja. Da konnte man immer bei den Super Mario-Teilen zerschneiden. Jawoll. Komm, gib mir Gold. Sehr gut. Ach, komm schon. Oh oh. Ups. Okay, hier einfach mal Ash anklicken. Haben wir auch noch nicht gehabt. Bringt nix. Bringt auch nix. Jetzt haben wir ein Problem. Pokémon auf Voltoball. Pokéball auf Voltoball hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das hat gewonnen. Und das hatten wir auch schon. Scheiße. Hä? Jetzt verliere ich das Gold wieder wahrscheinlich, weil ich das schon mal hatte. Ja, natürlich. Genau. Tue ich das Ding jetzt einfach mal auf das. Hat man schon? Ich glaube schon. Nee. Nee. Oh mein Gott. Ich muss jetzt nicht ernsthaft bei jedem einzelnen. Ah, doch, jede. Ne? Oh doch. Oh mein Gott. Aber erst, was da noch für eine geile Scheiße kommt. Ja. Den Pilz auf die. Und untere. Pilz auf die untere Verbindung. Oder obere. Bringt auch nichts, verdammt. Hä? Na, gucken wir uns nochmal Mario an, das war witzig. Das ist einfach so bescheuert. Warum wird der eigentlich zu so einem Mongo? Ich hab keine Ahnung. Und warum kommt dann. Ach, das ist Toad. Das ist gar nicht Prince of Persia. Weil das sieht genauso aus wie der erste Teil. Ja, stimmt. Aber jetzt weiß ich echt nicht, was ich hier nur anklicken soll. Wie wird es gestrüppelt im Hintergrund? Den Rucksack von Asch. Von Arsch. Nee. Aber ich bin gerade überlegen, ob wir das wirklich schon hatten. Glückwunsch, du hast Elektroball gefangen. Auf Pokémon. Jetzt wird ein neuer Eintrag in deinem Pokédex angelegt. Ja, klicken wir den zweiten an. Space Invader ist evolving.
School Children. Ja, natürlich, warum nicht? Warum entwickeln sich die Space Invaders eigentlich? Ja, ich habe keine Ahnung, das gibt überhaupt keinen Sinn. Das ist auch eine Anspielung auf Pokémon. Das ist in jeder Fail irgendwo eine Anspielung bei Pokémon drin. Keine Ahnung. Einfach mal Mario anklicken, hat die auch noch nicht. Sicher? Ja. Aha, hast du wirklich nicht. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir das wirklich schon hatten mit Pokéball Pokémon fangen. Oh mein Gott, das hatten wir natürlich nicht. Leute! Ja, das ist ja wohl Gold hier. Aber nice. Ja klar, das Logischste haben wir natürlich nicht gehabt. Ja, dann die Nummer 3, ne? Ja. Wohin entwickelt er sich jetzt zu irgendeinem Pokémon? Nothing, das hatten wir auch schon. Aber ich habe vorher den vorletzten angeklickt und nicht den... Ach komm, am Arsch! Tja. Was konntest du denn noch mit dieser... mit diesem... keine Ahnung, was machen? Und? Trommelwirbel? Drrr. Was? Sagittarius? Was ist das denn? Verstehe nicht. Aber Peter, ey, du bist echt so humorlos, dass du darüber nicht lachst. Alter, du musst nicht im Herzen jeden Scheiß an. McPixel Dry Humping PS3. Leute, das soll eine PS3 sein? Oh mein Gott, der bumst gerade die PS3. Oh ja. Wo ist denn da bitte eine Öffnung? Alter. Oh mein Gott, ich hasse den Ersteller. Und was kommt jetzt? Buddha! Warum hat Buddha überhaupt da ein Haar? Habt ihr da schon voll angesackt, ey? Ja, Motherfucker hier, was soll die Scheiße? Und jetzt evolved das into... eine Kuh. Eigentlich fehlt der Grandpa noch. Ja, das stimmt eigentlich. Kommt bestimmt auch noch. Oh, gib uns doch mal Gold, du Hure. Wer spielt denn dann noch Modern Warfare 3? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wer das ist. Sehr gut. Special Raiders evolving. Fire Extinguisher. Warum verwandelt das Ding sich in einen Feuerlöscher? Keine Ahnung, ich glaube, die mussten die Textur nochmal irgendwie zweitverwerten oder so. Boah, ich will doch nur Gold. Gib mir Gold, gib mir Gold, gib mir Gold, gib mir Gold. Ich will Gold. Gold! Und Opa. Batman! Das war nicht alles? Dann klick den vierten nochmal an. Ja, okay. Oh mein Gott, Batman, ja, wie geil. Opa. Space Core? Das ist von Portal. Oh mein Gott. Ah, ich hätte den vierten vorhin. Was ist denn nochmal der Space Core? Hast du Portal 2 auch durchgespielt? Ja. Das sind diese Dinger, die ganze Zeit reden, weißt du, wie Wheatley, nur Giraffen gibt es ja noch mit anderen Persönlichkeiten. Ach so. Moment, 100%? Sehr gutes 100%, Level. 100%, sehr 100%. Schönes Extra-Level, ey. Ja, auf jeden Fall. Das war schon Chapter 2, ne? Ja. Chapter 3 ist coming. Lol. Oh mein Gott. What the fuck? Die sind da alle drin, sehe ich stehen. Die müssen dann nochmal alle doppelt finden, lol. Ach, da unten. Was ist da jetzt? Sind da Tickets? What the fuck? Chapter 3, Round 1, Holiday Blast. Dann Holiday Blast mal. Alles klar, the Mood. Ups. Alle neue Russen? Oh, das finde ich nicht so witzig. Achso, ich dachte, der hat sich gefreut. Der Mond ist zerbrochen. Ja, ist aber traurig. Ah. Das ist eine Insel mit traurig. Zwei Bergen oder dreien. Warum? Irgendwo wird gleich eine Schlange kommen. So. Das war's, ne? So läuft der Hase. Auf jeden.
Alles klar. Heiß Luft, leere Lungen. Okay, was machen wir jetzt hier? Tja. Lol. Das fand ich richtig. Nee, das glaube ich wohl auch. das ist hart. Vor allen Dingen, das ganze Ding wird darin Flammen aufgehen. Und Everest? Wie ist das für ein Berg? Oh, lol. Oh mein Gott. Wer war das denn nochmal? Wer war das denn mal bei Bully Parade? Der Yeti. Der Rick Kavarian, oder? Ja, aber wen haben die denn damit immer nochmal nachverarscht? Ach so, irgendeine Explosivalte, glaube ich, oder? Von RTL. Ich weiß es nicht mehr. Jawohl! Er war bestimmt richtig, lol. Geh direkt in das Gefängnis hier. Keine 5000 Mark ein. Euro ein. Ein Zirkuszelt. Wow. Ich jawohl! Oh lol. Verdammt, jetzt ist mir nicht aufgefallen. Was passiert? Nein. Ich wollte durch so einen Feuerring springen und bin dann hängen geblieben und in Flammen aufgegangen. Peter, ey. Ja, schäm dich. Okay, reden wir erstmal mit dem da. Ich muss mich extra muten. Ja, ich habe gerade gemutet, dann habe ich gemutet, weil ich so viel Hatschi! Das haben wir bestimmt jetzt über mein Mikro gehört. Ja, das kann natürlich sein. Okay, das hat nicht jawohl. Yummy! Boah, erstmal schön spülen. Lol. Lol. Wir stürzen ab. What the fuck? Warum springt der denn auch? Jetzt explodiert's noch. Lol, du hast es geschafft. Oder was? Jetzt hast du weggedrückt. Du hast es geschafft. Ja, ich hab's geschafft, ja. Oh mein Gott. Für den Yeti. Ja, auf jeden. Haben die nicht Reinhold Messner damit immer verarscht? Mhm. Okay. Das war irgendwie... Nee, weiß nicht. Nicht Birgit Schrober. Irgendjemand anders, keine Ahnung. Nimm mal die Bombe. Ich kann hier nichts anderes anklicken, oder was? Irgendein Sitz. Das kann nicht wahr sein. Jetzt zeig ich dir nochmal. Ja, das ist ja ein schwieriges Level. Tja, einfach irgendeinen Sitz anklicken, ne? Stopf die Atombombe in eine der Löcher. Das wäre witzig, wenn das gehen würde. Aber das geht nicht. Okay, erstmal auf die Fahne. Jawohl. Das findet er auch nicht so geil. Peng! Bam! Peng, voll in die Fresse. Meinst du, die machen das jetzt hier mal logisch, dass ich tatsächlich das Ding ausfüllen soll? Oh, das hat dann irgendwie nur beschleunigt. Das ging irgendwie schneller. Okay, ist ja okay. Also, merke ich mir, wenn ich nächstes Mal eine Bombe föhne mit Zündschnur, dann geht das Problem. Schneller. So, das kann er hier. Das ist doch nicht möglich. Nein, ach man! Hat er auf den Scheißring geklickt. Oh. Sehr gut. Ja, bleibt hier auch nicht mehr viel übrig. Oh mein Wiedersehen. Gott. Lol. Das war... Lol! Aber du hast es geschafft. Der Mond lebt. Das ist das Einzige, was zählt gerade. Ja, das ist wichtig. Bring die Schmelzkappen zum Schmelzen. Ne, die Eiskappen zum Schmelzen. Hm. Okay, dagegen treten bringt auch nicht so viel. Ne, nicht wirklich. Wer hätte das gedacht? Ist hier noch irgendwo Ort am Boden? Kannst du nicht auf die Bombe klicken? Das habe ich schon versucht. Aber der tritt den Scheiß. Klaut immer nur. Wir haben noch den Stab vielleicht von dem Reifen, von dem Ding. Oh la la. Map, map, map. Mein Gott, Peter, das war doch so eindeutig. Ich hab's nur natürlich. Ein bisschen zappeln lassen. Oh mein Gott. Und es ist auch golden. Direkt. Was hab ich denn hier jetzt übersehen? Keine Ahnung, führen eine der Eiskappen.
Jetzt hat er trotzdem dagegen getreten. Keine Ahnung. Motherfucker. Das ist auch das letzte Level. Was haben wir noch passiert, als ich den normal angeklickt habe? Ah ja, genau. Und wenn ich den mit dem Föhn angeklickt habe, dann hat der Ding geföhnt, ne? Ja. Was ist denn jetzt hier für ein Scheiß? Nee, das hilft ja nicht, wenn du den Föhn anklickst. Was passiert denn, wenn ich das Ding so anklicke? Was? 1,7%? Was soll denn das bedeuten? Genau, früher hatten noch diese Alkohol, damit du überlebst oder sowas, damit du nicht gefrierst. Ach so. Vielleicht. Keine Ahnung. Ah, jetzt machen wir natürlich direkt auch mal gülden hier. Ah, das ist jetzt natürlich unmöglich. Warum ist im Dschungel eine Waschmaschine, die eine Bombe drin hat? Ich glaube, diese Frage sollte man sich in diesem Spiel nicht stellen. Ja. Das bringt auch nichts. Peng! Das war auch nicht Gold, wie frech. Nee. Okay. What the fuck, so habe ich das aber gerade nicht geschafft. Bist du sicher? Ist der nicht gerade eingesperrt gewesen? Keine Ahnung, ja. Nee, weiß ich nicht. Können wir auch nicht mehr dran erinnern. Du trittst mir in die Eier, dafür umarm ich dich. Oh mein Gott. Oh, geil, Gold. Torpedo, jetzt musst du das aber auch schaffen, ne? Den Typen habe ich noch nicht normal angeklickt, oder? Das hatten wir schon. Echt? Ja. Ja, fuck. Nein, da ist ja da oben eins. Nein! Das hatten wir schon. Ach, wie doof. Hast du schon die Zahlen-Dings da angekreuzt? Ja, das habe ich schon gemacht eigentlich. Oh. So. Ich höre einfach. Ich glaube, ich breche jetzt in eine Bank ein. Ja. Aber ich glaube, ich habe da oben noch nicht drauf gedrückt, oder? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Scheiße, hätte ich das mal fängen gemacht, da hätten wir einen Bonus-Level gehabt. Fuck! Da hätten wir. The day is saved. Total time. Das ergibt alles keinen Sinn. Und damit ist eine Folge auch schon wieder vorbei. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Ja, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abendtag oder wann auch immer wir diese Folgen releasen werden. Ja, mal schauen. Oder nie. Sie kommen auf die Special Edition Pete's Meat für 35,99 €. Pete's Meat Volume 1. Ja. Nein, Quatsch. Also, bis morgen, Leute. Haut rein. Wir bringen auch direkt eine DVD raus.